Das ist fantastisch. Vielen Dank. Vorsicht, die Flammen, sie sind heiß. Hervorragend zum Kochen. Wunderbar, viel Spaß beim Erledigen dieses Gutmenschen. Kommt danach schnell wieder her. Ja, aber natürlich! Ihr seht aus wie diese Kleine, mit der ich im Bett war! Thank you.
Oh Mann, oh Mann, ich liebe euch alle. Ja, euch alle. Frieden und Liebe, das ist die universelle Antwort, Leute. Das ist alles so schön. So wunderschön. Das Universum ist wunderschön, Mann. Juhu. Wunderschön, so voller Liebe und Frieden. Oh Mann, ich liebe euch alle. Ja, euch alle. Das ist alles so schön. So wunderschön. Frieden und Liebe, los geht's. Das ist die universelle Antwort heute. Das Universum ist so wunderschön, Mann. Wunderschön, so voller Liebe und Frieden. Das ist alles so schön, so wunderschön. Frieden und Liebe, das ist die universelle Antwort, Leute. Oh Mann, ich liebe euch alle. Ja, euch alle. Das Universum ist so wunderschön, Mann. Wunderschön, so voller Liebe und Frieden. Das ist alles so schön. Da kommen alte Erinnerungen wieder hoch. Aber leider nicht die besten. Ihr habt es getan? Wow, ihr seid wirklich, wirklich niederträchtig, was? Also, hinter uns liegt der uralte Tempel des Bösen. Ich versuche im Moment einen Weg hineinzufinden. Es sollte nicht allzu lange dauern. Kommt bald wieder und danke für den Mord. Thank you.
Wenn ihr Bryans garstige Zwerge endlich einfangen würdet, würdet ihr der Welt einen großen Gefallen. Meine Wohnung ist recht preiswert. Es geht schlimmer. Wow. Bereit? Ja. Hey. Ihr seid sehr gut. Ich halte es nicht mehr aus. Lasst mal sehen. Ihr habt Glück. Ich bekomme alle paar Wochen neue Ware. Ich sehe, ihr seid eine aufrichtige Person. Ihr habt kein so gutes Gespür für Mode, oder? Ihr werdet es nicht günstiger finden, garantiert. Nur so kriegt man die Leute heute noch zum Geld ausgeben. Guter Kuchen. Oh, eine göttliche Kruste. Wunderbar. Wenn wir mal was nicht auf Lager haben, versucht es nach ein paar Tagen. Gibt es bei mir. Gute Arbeit. Wunderbar. Riecht einfach köstlich. Ah, oh nein. Dann säubert es. Das ist vielleicht der Kuchen des Jahrhunderts. Herzlich willkommen. Ihr seid ein echter Künstler am Teig. Das Beste aus Brightwall. Gebt euer Gold für Juwelen aus. Guter Kuchen. Wenn die Leute... Ah, der Kuchen des Tages. ...mehr für neue Ware ausgeben. Ein guter Kuchen. Den werde ich für mich selbst behalten. Guter Kuchen. Schmutzfink, wisch das auf. Wir gehen. Ein guter Kuchen.
meisterhafter Kuchen. Jawohl. Kommt nur herein. Ihr findet bestimmt etwas. Ihr könnt gegen die Besten bestehen. Oh, vorsichtig. Der Kuchen des Tages. Habt ihr das schon mal gemacht? Ihr könnt gegen die Besten bestehen. Ganz ruhig! Solche Angebote gibt's nie wieder. Ein guter Preis ist sicher. Ein guter Preis ist sicher. Ein perfekter Kuchen. Ihr könnt gegen die Besten bestehen. Ihr sucht einen Ring oder eine Kette? Kommt zu mir! Schmutzfink, wisch das auf! Grandios! In ein paar großen Städten. Gute Arbeit! Ausgezeichnet! Vielen Dank! Danke! Und beehrt uns bald wieder. Wenn es noch schlimmer wird, muss ich schließen. Und das wird eine... Ihr könnt gegen die Besten bestehen. Der beste Laden in ganz Brightwall. Guter Kuchen. Habt ihr das schon mal gemacht? Der beste Laden aus Brightwall gibt es bei mir. Das wird heute Abend mein Nachtisch. Es ist am Tiefpunkt. Kauft bei allem, was euch heilig ist. Kauft! Den werde ich für mich selbst behalten. Ganz ruhig! Ihr seid ein echter Künstler am Teig. Der beste Laden in ganz Brighton. Riecht einfach köstlich. Im richtigen Kunden zumindest. Allerbeste Konditorkunst. Gehört einem Abenteuer. Großartige Teigarbeit. Los doch, Leute. Ich liebe eure Technik. Geld ausgeben, sonst lande ich noch auf der Straße. Hey! Das war mein Lieblingsnudelholz. Ein meisterhafter Kuchen. Jawohl. Das ist richtig lecker.
Ihr findet in ganz Brightwall nichts Besseres als... Schmutzfink, wisch das auf! Riecht einfach köstlich. Beste Waren aus Brightwall gibt es bei mir. Ihr seid gut darin. Das Geschäft ist am Tiefpunkt. Kauft bei... Guter Kuchen. Ah, der Kuchen des Tages. Ein fantastischer Kuchen. Klasse, nur weiter so. Wir sind besser. Gute Arbeit. Ah, oh nein. Mein Bruder möchte unbedingt Barde werden. Wisst ihr, wo man solche Arbeit bekommt? Gute Arbeit. Sicher, dass es allerbeste Konditorkunst. Der Laden verschenkt sein Zeug geradezu. Den werde ich für mich selbst behalten. Ein meisterhafter Kuchen. Jawohl. Ihr seid ein echter Künstler am Teig. Das ist richtig lecker. Schmutzfink, wisch das auf. Ein guter Preis ist sicher. Das war mein Lieblingsnudelholz. Ich wünschte, meine Kinder wären so. Guter Kuchen. Habt ihr das schon mal gemacht? Ach, überall ist Teig. Klasse, nur weiter so. Riecht einfach köstlich. Ein guter Kuchen. Ein guter Preis ist sicher. Grandios. Das wird heute Abend mein Nachtisch. Überall ist Teig. Das ist vielleicht der Kuchen des Jahrhunderts. Ihr könnt gegen die Besten bestehen.
Ihr seid ein Meister am Nudelholz. Ein perfekter Kuchen. Ihr seid ein echter Künstler am Teig. Wenn ihr musikalisch seid, könnt ihr... Ihr könnt gegen die Besten bestehen. Ich habe von euren guten Taten gehört. Ich habe nie viel gelesen, aber es war schön... Ihr seid gut darin. Ah, der Kuchen des Tages. Ah, der Kuchen des Tages. Riecht einfach köstlich. Das wird heute Abend mein Nachtisch. Gute Arbeit. Ich liebe eure Technik. Ihr könnt gegen die Besten bestehen. Der Kuchen des Tages. Den werde ich für mich selbst behalten. Grandios. Dann säubert es. Einem Abenteurer. Das spricht für unsere Qualität. Das Beste. Ah, hallo. Ich kaufe alles, jedenfalls fast alles. Jeder mag großzügige Leute. Seht euch unsere Geschenke an. Euch verdirbt die Macht sicher nicht, oder?
Schusswaffen. Die Hose ist echt. Der Wirtschaft ging es nie so gut. Ich habe gerade die Preise erhöht. Sicher, ihr habt alle einen verdammt guten Kuchen gebacken. Also gebt es ruhig auf. Oh. Da, 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 da. Ich biete bares Geld für Dinge, die ihr nicht wollt. Sofort. Unser Lager ist leer, deshalb werden wir... Vielleicht reden wir mal über den Preis. Ihr seid doch kein Freund von diesem Saker, oder? Oh, oh, hey! Oh, ja. Zack, 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 zack. Gut. Wann es welche gibt. Ich kaufe eure Sachen. Kommt her und wir leiden ein wenig. Ausgezeichnete Ware. Damit mache ich hoffentlich Gewinn. War mir ein Vergnügen. Wir haben Engpässe beim... Kommt wieder, wenn ihr noch etwas verkaufen wollt. Wir haben beim Mann... Ich kaufe euch gern ab, was ihr nicht braucht. Wir könnten Freunde werden, wenn ihr mir helft. Ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Wenn ihr irgendwo bessere Preise findet, dann überrascht es mich nicht, wenn ihr dort einkauft. Würde ich auch tun. Zu viel Ausrüstung? Verkauft sie mir. Ein Schnauzer ist der beste Freund der Nase. Es sind gute Zeiten für Ladenbesitzer. Findet sicher etwas, das euch gefällt. Der Preis ist gerechtfertigt, das könnt ihr glauben. Ihr habt viele neue Kostüme. Das macht das Ankleiden leicht. Ihr seht echt stark aus. Noch stärker, als wenn ihr das nicht anhabt. Ändert die Farbe eurer Kleidung oder eurer Haare. Gibt es noch irgendetwas zu tun?
heute im Angebot. Die Kinder heute. Das werdet ihr nicht bereuen. Wie gefällt es euch? Das ist heute im Angebot. Ein Spitzenpreis. Das ist im Angebot. Hoffentlich gefällt es euch. Was darf sein? Oh, der hohe Preis ist berechtigt. Ihr habt ein neues Schwert. Schwerter sind schnelle Waffen, die Können und Raffinesse erfordern. Das Verbrennen eines Feindes kann bei seinen Gefährten eine psychologische Wirkung auslösen, sofern es nicht herzlose Schurken oder hirnlose Bestien sind, wie wohl die große Mehrheit eurer Feinde. Egal, es sieht dramatisch aus. Hämmer sind vielleicht langsamer als Schwerter, aber sie erzielen einen höheren Schaden. Mit einem Gewehr kann ein guter Schütze Ziele auf große Entfernung treffen und großen Schaden anrichten. Die beiden passen hervorragend zueinander. Gutes Zaubern! Schwerter verursachen schnell mittleren Schaden. Ideal für wendige Krieger. Wenn ihr Bryans garstige Zwerge endlich einfangen würdet, würdet ihr der Welt einen großen Gefallen tun. Wenn ich groß bin, will ich... Willkommen im Unterschlupf.
Hier könnt ihr die eher esoterischen Aspekte eurer Abenteuererfahrung genauer einstellen. Ich weiß nicht. Gut, dass ihr zurück seid. Hier ist alles völlig außer Kontrolle geraten. Erinnert ihr euch an den neuen Raum der Bibliothek, zu dem ihr mich begleitet habt? Mit den seltenen Büchern? Ich habe viele davon gelesen. Wundersame Bände waren darunter, aber leider auch eins, das nicht so erbaulich war. Es war mir nicht klar, aber es muss ein Buch der schwarzen Nekromantie oder so gewesen sein. Die schreienden Schädel auf dem Einband hätten mich warnen sollen. Naja, jetzt sind diese Dinger, diese echt bösartigen Dinger aufgetaucht. Ihr müsst sie vernichten, bitte. Habt Dank, ich weiß, ihr könnt es schaffen.